Sie sind hier, 20. Oktober 2018, 23.13 Uhr, von Philipp Knopp, Lesedauer, 2 Minuten. München, nach 9 Ligaerfolgen am Stück patzt Juventus Turin in dieser Saison erstmals. Ein Tor von Cristiano Ronaldo reicht gegen den FC Genua nicht. Juventus Turin muss am 10. Spieltag der Serie A den ersten Rückschlag hinnehmen. Gegen den FC Genua kam die alte Dame am Samstagabend nicht über ein 1:1 Unentschieden hinaus. Superstar Cristiano Ronaldo hatte die Gastgeber nach 18 Minuten in Führung gebracht. In der zweiten Halbzeit schockte der Underdog den Favoriten jedoch und glich durch den brasilianischen Mittelfeldspieler Daniel Besser aus 67. Anzeige, DAZN gratis testen und die Serie alive. Das Team von Massimiliano Allegri, bei dem Sami Khedira, verletzt, und Emre Can, Bank, nicht zum Einsatz kamen, erleidet damit den ersten Punktverlust überhaupt in dieser Saison. Wettbewerbsübergreifend ist es zugleich die erste erfolglose Partie. Neapel kann Boden gut machen, die Ligatabelle führt Juventus nichtsdestotrotz weiterhin an. Der Vorsprung vor dem SSC Neapel beträgt aber nur noch 4 Punkte. Die Mannschaft von Carlo Ancelotti gewann bei Udinese Calcio dank der Tore von Fabian, 4., Dries Mertens, 82. und Marco Rog, 85. mit 3:0 gewinnen und rückt wieder näher an Juve heran.